selbstverständlich. Scheiß die Wand an, ey. Wo soll ich jetzt die Teile herkriegen? Fundamente ausbaggern. Morgen Bewährungsabnahme. Mittwoch Fundamente betonieren. Jetzt geht's mal richtig los hier. Ist aber doch Zeit, ne? Man kann das ja immer nicht abwarten. Aber wir sind immer noch gut in der Zeit, also kein Problem. So, heute ist Montag, 15. Juli. Wir haben noch ein bisschen Kartoffeln spekuliert, gleich noch mal ein bisschen rumtelefonieren. Vater macht die Spritze voll, die nächste Krautfolgebehandlung ist dran. Aber vorher noch mal im Telefonieren. Mal gucken. Eventuell geht noch was. Mittagszeit. Eure Bestellung habe ich auch fertig und wir haben Besuch. Guten Tag. Tag. Jens hat eigentlich noch Urlaub, ne? Diese Woche. Ja, ich besuche ja auch nur einen Freund. Genau, wir haben ein Kaltgetränk getrunken. Ja. Und jetzt ist Mittagspause. Ja. Das also, bis die Tage. Bis die Tage, tschüss. So, letztes Mal habe ich mit dem 724 Kartoffeln geholt, mit dem Frontlader, der Frontlader dran ist. Und da kam es zu tumultartigen Kommentaren. Nein, jemand schrieb, ja, mit dem größten Trecker die Kartoffeln holen. So, jetzt bin ich mit dem kleinsten hier und jetzt bin ich mal gespannt, was da falsch dran ist. So, jetzt wollen wir noch mal eben ein, zwei Kilo. Nicht zu viel, ist ja alles dicht bei. Frische Kartoffeln für den Hofladen ausbuddeln. So, ganz kurz nochmal, das muss ich jetzt nicht alles filmen. Einen Korb habe ich eben schon mal ausgegraben. Hier meine Forke dabei. Ich wollte nur mal eben was zu der Bodenfeuchte sagen. Hier im Damm sind jetzt so die ersten, ja, weiß ich auch nicht, 5 cm, 4 cm oder so sind trocken. Nee, noch nicht mal. Da ist auch feucht. Da, also hier ist noch leicht feucht. Puh, was soll ich euch sagen? Es könnte tatsächlich noch passieren, dass wir doch noch beregnen. Der Wetterbericht sieht fast so aus, als müssten wir noch mal. Mal schauen, wir warten jetzt noch mal eben ein bisschen ab, aber könnte passieren, dass wir dann hier mit der Beregnung reinfahren. Ich weiß es noch nicht. Schwierig. Aber wenn das jetzt ganz durchtrocknet, weil die können ja gut noch wachsen. Was habe ich heute Morgen gesagt? Heute ist der 15. Juli. 6 Wochen noch. Ja, mal gucken. Aber erstmal hier ausbuddeln. Ich mache mir währenddessen Gedanken. Jetzt gibt es noch mal ein kleines Baustellen-Update zum
dann Feierabend. So, Bewährung. Da angefangen. Einmal rum und da zwei Drittel von der Giebelseite. Dann muss morgen das Stück noch. Und dann kann die Abnahme kommen. Und dann kann Mittwoch der Beton kommen. Das ist immer nice. Dann haben wir zumindest schon mal Fundamente. Sehr schön. Jetzt habe ich vorhin noch eine Nachricht bekommen, dass die, sag schnell, hier sind die Stützen, liegt auf der Hand, ne? Sollte klar sein, die Felder, dass die Teile von der Halle wohl auch in Kürze geliefert werden sollen. Die Zeitangabe ist da jetzt nicht so sehr genau. Ich hatte dann nochmal eine Mail hingeschrieben, dass es toll wäre, wenn ich das ein bisschen genauer wüsste. Mal gucken, wann die das genau eingetaktet haben. Diese oder nächste Woche stand da drin. Jetzt habe ich vorhin nochmal eben hier mit dem Tiefbauer geschnackt. Der wollte den Bagger jetzt die Tage sowieso wegholen, dass der vorher wegkommt. Und dann brauchen wir ja irgendwie den Platz relativ nah an der Baustelle, wo wir dann die ganzen Teile lagern können. Und das wollte ich eigentlich ganz gerne da. Muss man mal sehen, dass wir den Gummiwagen da wegziehen, die Holzbalken, die Palette da weg und dann die Scheibenecke dahinter raus. Denn wer weiß, wie lange das dauert und nachher liegt da was vor und wir brauchen die. Das wäre ein bisschen unglücklich. Wahrscheinlich nicht, aber man kann nie wissen. Also ich hole die da lieber weg, stelle die irgendwie auf die Seite. Mal gucken. Ich kann das auch nicht einschätzen, wie viel Platz das jetzt ist, was sie brauchen für die Teile. Aber ganz unsinnig ist es, glaube ich, nicht, die Scheibenecke da vorher rauszuholen. Wenn dann irgendwann der Weizen runter ist, dann wollen wir damit ja ganz gerne die Zwischenfrucht reinbringen. Und dann muss ich da auch rankommen. Jo, gefüttert ist alles. Kartoffeln sind im Laden. Das wollte ich vorhin noch gezeigt haben, habe ich vergessen. Aber dazu nur noch ganz kurz was gesagt. Und zwar hatten wir hier geschrieben, das war schon vor zwei Videos so, hat ja jemand kommentiert, die Kartoffeln wären im Laden so teuer geworden. Und vorgestern, oder wann war das, erzählte mir das hier auch einer, 2 Kilo 5 Euro im Laden. Also bei uns kosten 2,5 immer noch 4 Euro. Gut, machen wir gleich mal Feierabend. Ja, Moinsen, Dienstag, 16. Juli. Ich habe vom Aufstehen schon mal ein paar Pakete gepackt, denn irgendwann gleich. Und die kommen, um den Baum umzulegen. Bin sehr gespannt.
erkennen. Die Kohle. Ja, ne? Ja, das hatte der Baum gut dabei auch reingelassen. Das war ja fast durch. Ja, ja. Statiker war eben auch da, hat die Bewährung abgenommen, auch alles gut. Morgen früh den ersten Teil von dem Fundament erschütten. Und dann kommt nächste Woche die Sohle. Ich will nochmal eben den 718 hier an der Seite stellen. Nachbar wollte sich gerne den Wender ausleihen. Machen einen dritten Schnitt und wollen ein bisschen sich beeilen, weil Regen angesagt ist. Wir hatten letzte Nacht auch ein bisschen, ich habe noch nicht in den Regenmesser reingeguckt. Hier ist auch ein bisschen nass, aber ich glaube, ganz viel war das nicht. So, den mal eben hier weg, dann kann er da gleich vorhängen. Wohin damit? Hier der nicht vorhandene Wendekreis. Wir müssen tatsächlich rückwärts fahren, damit wir hier rumkommen. Ja, das ist der Nachteil, ne? Aber irgendwas ist ja immer so. Stellen wir den da erstmal hin, oder? Ne, da müssen nachher eigentlich die Jagdschnitzel hin. Oh, scheiß die Anlage. Das wird gerade ein bisschen eng hier. Wenn dann die Halle noch geliefert wird, dann wird es richtig eng.
bisschen improvisieren. Ja, ich suche mal ein Plätzchen. So. Der Bagger kommt jetzt irgendwann noch weg, der große. Und dann suchen wir uns dann nochmal einen Platz für die Scheibenecke. Die Mengele muss noch weg. Ah, die Holzbalken, oh Mann ey. Ja, mal gucken. Kanthölzer suchen. Also das einzige Stück von dem ganzen Baum, was halbwegs brauchbar ist zum Aufsägen. Da ist nämlich jetzt hier, das sieht ordentlich aus. Brauchen wir ihn von der anderen Seite ran. Dann können wir uns noch mal ein paar Bohlen raussägen. Jetzt muss ich nur jemanden finden, der 90 cm sägen kann. Aber das läuft nicht weg. So, jetzt mal eben irgendwas zum Unterlegen suchen. Und dann kann er da hinten erstmal zwischenlagern. Kanthölzer, wo sind sie, wenn man sie braucht? Mann. Jo, geht fein. Scheißrinne kann auch noch mal weg hier. Eine Baustelle jagt die nächste. So, und du machst mir jetzt nicht wieder das Wasser auf, ne? Da habe ich mir keine Lust zu.
Rückwärts hinschieben. Thank you.
Moinsen, Mittwoch, 17. Juli. Heute ist ein bisschen ruhiger hier. Da hinten soll die Sauberkeitsschicht quasi, also das erste Teil vom Fundament soll geschüttet werden, irgendwann heute Nachmittag, aber jetzt im Moment ist noch nicht so viel los. Und da habe ich mir überlegt, dann mache ich mal das mal jetzt und ich zeige euch, was Jens und ich am Sonntag gebastelt haben. Das könnt ihr euch gerne angucken. Und dann geht's hier weiter. Bis gleich. Tüdelülü. Tüdelü. Golfkart. Läuft mit Strom, ne? Läuft mit Strom. Ja. Hätten wir doch bloß was zum Aufladen. Ja, das wäre schon cool, ne? Ja. Ja. Naja, schönes Wetter heute. Ja, Sonne scheint, ist toll, ne? Ja. Könnten wir vielleicht nutzen. Tipptopp. So, weil hier hatte ja der ehrenhafte Jens, wie geht das nochmal auf? So, alles voll Heu. Oh, das ist nicht gut, da müssen wir auspusten. Neue Batterien eingebaut. Aber, oh, aua! Oh, stoßen mir noch in den Kopf. Batterien muss man ja auch laden. So. Und deshalb haben wir jetzt gerade, das hatte ich ja schon mal angekündigt, dass wir noch was zu basteln haben, haben wir was zugeschickt bekommen. Und zwar hatte ich eine E-Mail bekommen von Anker. Ja. Ob wir nicht mal diese PV-Geschichte, Kollegen bei YouTube haben das ja auch schon mal getestet, PV-Geschichte testen wollen. Habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht so genau. Musste ich erstmal drüber nachdenken, ob das bei uns einen Sinn ergibt. Und dann habe ich final gedacht, ja doch, so verkehrt ist das gar nicht. So, und Jen, da komme ich aber, gehe ich nachher nochmal genauer drauf ein. Haben wir jetzt hier Speicher, zwei Kartons. Dann haben wir hier Smart Meter, das erklären wir euch alles gleich. Wir werden das jetzt erstmal alles auspacken. Dann holen wir nochmal eben die PV-Zellen aus der Halle. Ja. Die habe ich nämlich auf Palette gepackt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also die Sonne ist jetzt ein bisschen, ich hoffe, das geht so. Wir werden jetzt erstmal den Speicher auspacken. Hier haben wir, hatte ich eben schon gesagt, das Smart Meter. Damit kann man über Bluetooth und WLAN das Ganze einbinden. Muss aber vom Elektriker angeklemmt werden. Und deshalb, ich packe das nachher mal aus, zeige euch das und erzähle noch was dazu. Aber wir werden das jetzt nicht anbauen. Wir werden das auch so machen, Jens kann schon mal anfangen mit auspacken. Ne? Wir werden das jetzt so machen, dass wir es zunächst autark benutzen. Dazu will ich noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar muss man, also das hat sich jetzt gerade 2024 geändert. Ich hole noch mal, damit ich das auch nicht falsch sage, habe das gerade noch mal rausgesucht. Es gibt jetzt weniger Bürokratie, sagen sie. Und zwar ist die Meldepflicht für Balkonkraftwerke beim Netzbetreiber aufgehoben worden. Man muss das jetzt nur noch beim Marktstammdatenregister eintragen und da, also das bei der Bundesnetzagentur, und da scheinen jetzt auch weniger Angaben notwendig zu sein als vorher. In unserem Fall müssen wir uns aber noch mal schlau machen, wie das ist, weil wir ja eine PV-Anlage haben, die ist da hinten auf der Halle, ob ich da bei der Meldung was anders machen muss. Das weiß ich noch nicht. Deshalb werden wir die jetzt autark betreiben und ich erzähle euch nachher noch mal, was wir damit langfristig vorhaben. Gut, jetzt erstmal, wie gesagt, hier auspacke und das ganze Ding angucken. Wir haben hier einmal die Basisstation, die Solarbank 2 E1600 Pro steht da dran. Das ist die Basis. Und dann haben wir noch eine Speichererweiterung. Das stecken wir gleich mal zusammen. Bedienungsanleitung, wir versuchen das mal ohne. Und da ist der gute, da ist der gute Speicher. So, hier ist noch ein Zubehör. Und mal gucken, was wir da Schönes haben. Kabel, das sind die Anschlusskabel. Ich würde sagen, von den PV-Zellen auch, genau, auf den Speicher. Da ist auch noch was drin und hier ist auch noch was. Noch Kabel. Mal raus. Aha. Okay. Ein Wrench. Werkzeug oder Kabel? Kabel. Okay, so. Dann haben wir da aber ja schon das Herzstück. Ah, hat sogar Griffe. Ist ja toll. Ich ziehe das mal so raus. Ja, ich ziehe mal die Folie runter. Hier ist noch ein Displayschutz. Nein. So, jetzt kommt er runter. Jetzt sieht es schier aus. So. Dann stell den mal auf den Boden. Dann wollen wir mal kicken. Und dann gucken wir da rein, weil das wird so sein, dass dann der vermutlich mal oben steht. Ne? Das sehen wir gleich mal. Wir wollen ja auch wissen, ob das intuitiv aufzubauen ist, ohne
vorher 5 Tage lang Anleitung studiert zu haben. Deshalb machen wir das einfach so. Ihr seid live dabei. Wir haben uns das vorher, wie man sieht, nicht angeguckt. Mal sehen, ob man das als Laie hinkriegt. Und dann kommt der da drauf, weil hier habe ich nämlich, müsste dann auf der Rückseite da der Anschluss sein, um das zu stacken. Also man kann dieses Ganze noch mehr erweitern. Man kann sich von diesen Speichererweiterungen noch mehr dazu besorgen und bis zu 9,8 kW, meine ich, kann man das Ganze aufbauen. Das ist auch geil, ne? Denn ist das so groß wie den Speicher, den wir vorne haben. Ja. Das ist schon gewaltig. So. Siehst du, da ist nämlich der Anschluss. Schön, hat auch hier Griffe zum Festhalten. Ja, das ist nicht so doof. So. Guck an, und jetzt muss man eben rausfinden, da muss man den wahrscheinlich runternehmen. Jo. Hier ist eine Schutzkappe drauf auf der Steckverbindung. So, da haben wir sie runter. Und jetzt würdest du den mal kurz anlupfen. Wir müssen nämlich da unten den abnehmen. Jo. Aha, und da ist noch ein. Aha. Ja, und jetzt können wir den da. Da haben wir nämlich männlich, weiblich aufeinander setzen. So? Jo. Fertig. Fertig? Ja. Donnerwetter. So, und das ist echt geil. Und der hat das dann unten auch wieder. Dort. Und da kann man dann dementsprechend die Speicher bis hoch zu knapp 10 kW. Erweitern. Hier unter, ne? Da, da ist genau dieselbe Kappe, die wir eben da abgemacht haben. Und klasse. Dann geht das aufeinander immer weiter. So. Jo, man muss aber die Pröpel auf jeden Fall gut an der Seite legen. Ja. Die sollte man unbedingt aufbewahren. Wir packen das jetzt mal eben hier auf das Golfkart. Ganz schön Brummer, wa? Ja, Wahnsinn. Alter Schwede. Also, wir haben jetzt noch mal eben unser Elektromobil umgeparkt, damit wir das hier da mal eben so ranstellen können. Achso, nee, vorher noch mal eben kurz gezeigt. Super einfach, ohne Anleitung. Ja. Hier ist, sind die Kabel dran, die haben wir jetzt hier zusammengelassen, weil wir es ja noch mal umstellen. Und dann die Verlängerungskabel, die dabei sind, angeschlossen. Ja. Einmal männlich, einmal weiblich, oben, unten. Und das geht jetzt gleich in die Solarbank 2 rein, Anker Solix, und gucken mal, ob was passiert. Den lehnen wir jetzt hier mal so an. Wir haben jetzt richtig schön Sonne, genau von da, deshalb haben wir das Golfkart so hingestellt. Da passiert nichts, das steht erstmal stabil. Und dann schließen wir jetzt den Spaß hier an. Moment, wir legen nochmal eben hier die Pröpel an der Seite und das kommt mal eben weg. Dahin. Das Kabel zeige ich euch gleich. So, warte mal eben, lass uns die nochmal eben da weiter hinstellen. Ganz unten, ganz unten. Ach ja, klingt logisch. So. So, hier hin, da. So, das wird jetzt da angeklemmt. So, wir fangen mal einfach irgendwo an. Ne? Wir haben jetzt in dieser Konfiguration im Übrigen 3200 Wattstunden. Also sprich, das sind 1600. Wenn man jetzt nur die Basis nimmt, die hier oben drauf ist, 1600 und dann die Erweiterung auch 1600 und das geht bis 5 Module hoch bis 9600 maximal. Also dann hat man hier so einen Haufen Batteriespeicher und hat da richtig Saft von. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. So, der leuchtet hier schon. Das bedeutet wohl auf jeden Fall, dass er Strom kriegt. Und dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir eine Handyverbindung hinkriegen. Ne? Da kümmere ich mich jetzt mal eben drum. So, ich habe jetzt hier die Anker-App installiert. Bluetooth ist an und da findet er sofort auch hier Solarbank 2. Ein aktualisieren. Ne, so, da klicke ich mal drauf. Das Telefon näher an das Gerät bringen. Okay, habe ich auch gemacht. Also das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so richtig erkennen. Okay, WLAN haben wir hier nicht. Bluetooth-Steuerung verwenden. Firmware-Update. Start. Update. Update. So, jetzt macht er mal erstmal ein Update und dann geht es gleich weiter. Er ist jetzt hier bei, kann man nicht sehen mit der Sonne, 54% beim Firmware-Update. Dann kann ich euch noch mal kurz was
zu den Paneelen erzählen. Wir haben 400, was haben wir gerade gesagt? 435 Watt hat eine Paneele. Wir haben hier vier Eingänge für die Paneele, um die anzuschließen. Und dann läuft das Ganze. Und der hat jetzt schon, gut, wie gesagt, eben schon erzählt, wir haben, und man sieht das, wir haben genug Sonne gerade, sodass das Ding schon läuft, jetzt die Updates fährt. Also das ist wirklich, wir haben in keine Anleitung geguckt. Nö. Und super easy, selbsterklärend aufzustellen. Also das würde ich mal jetzt behaupten, kriegt jeder hin. Ne? So, Firmware-Update erfolgreich. Ich starte jetzt einfach mal ein Screen-Recording hier, damit ihr sehen könnt, was ich mache. Und blende das jetzt mal eben an der Seite mit ein. So, nimmt auf. Also weiter. Initialisierung der Leistungsmodus-Einstellung. Start. Benutzerdefinierter Modus. Weiter. Erfolgreich. Konfiguration abgeschlossen. Fertig. So. Netzverbindung unterbrochen. Ja, das ist richtig. Kommen wir gleich noch zu. Haben wir ja gar nicht ans Netz angeschlossen. Akku 87%. Ach, der war wohl ein bisschen vorgeladen, was? Ja, ja. Batterieladung 141 Watt. Eingang 141 Watt. Jetzt gerade mit einem Paneel, mit einer Paneele. Ja, ne? Hochklapp, jetzt haben wir 350 Watt. 120, ja, jetzt ist gerade so ein bisschen die Wolke vor der Sonne. Ja. Das funktioniert offensichtlich sehr gut. Also das ist ja auch vom Zeit, von der Aktualisierungsrate anscheinend auch sehr schnell. Gar nicht mal schlecht. So, Gerätestatistik haben wir da unten. Das ist jetzt noch uninteressant, weil wir das gerade erst in Betrieb genommen haben. Und wie gesagt, Akku 87%, 19 Grad zeigt er an. Ja, Mensch, Einnahmen ist jetzt auch nicht interessant, weil wir haben da oben, wie man den Fehler sieht, Netzverbindung unterbrochen. Das heißt aber einfach ja nur, wir haben es nicht angeschlossen. Und das kann ich euch, so das reicht hier, glaube ich, kann ich euch noch mal eben zeigen. Da haben wir nämlich hier das Kabel dafür. Das ist einmal ganz einfach Schuko und das wurde im Gesetz auch geändert. Früher musste man einen anderen Anschluss haben, aber den kenne ich gar nicht, muss ich zugeben. Ja. Das wurde jetzt mit Januar 24 geändert, was ich eben vorhin schon vorgelesen habe, dass man das auch nur noch bei der Bundesnetzagentur melden muss, aber nicht mehr beim Energieversorger, was auch schön ist. Also geht alles ein bisschen schneller und einfacher. Das ist ja bei jeder PV so, das war bei unserer großen auf dem Dach auch so. Und den hier, diesen Stecker, den steckt man dann bei sich zu Hause einfach in irgendeine Steckdose. Und das andere Ende wird da, ja genau, den kannst du mal runterziehen eben kurz. Ja, genau, und das wird dann da verbunden, das Ganze, so eingesteckt. Und dann haben wir die Batteriespannung, die Batterieladung mit verfügbar in unserem Haushalt. Wenn wir, auch das habe ich vorhin schon gesagt, so wie jetzt, dastehen und wir haben das gar nicht angeschlossen an dem Hausnetz, können wir hier Notstromversorgung nutzen, eine Schuko-Steckdose dran und haben überall Saft. Das ist schon mal ziemlich geil. Und das Schöne daran, wie gesagt, ist, dass man das so auch autark nutzen kann. Genau. Was wir jetzt vorläufig erstmal tun werden. Und zukünftig soll das in ein anderes Projekt. Wir werden, also ich mache mich jetzt nochmal schlau. Wie, ob ich das jetzt auch so nutzen darf, ob das reicht, wenn ich das einfach bei der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister eintrage, dann würden wir das erstmal tun, dann würden wir das nämlich auf dem Dach bauen, und zwar hinten auf dem alten Kuhstall. Da haben wir nämlich schön die, das WLAN auch, ja, dass man das dann auch immer alles sehen kann. Und der Elektriker muss das Smart Meter, dann kann das schön anbauen da, dass wir das auch online alles einsehen können. Da wird das dann erstmal installiert und dann kommt das. Das wird noch ein bisschen dauern, irgendwann auf ein anderes Projekt. Aber das wird jetzt noch nicht verraten. So, wir spielen jetzt nochmal ein bisschen hier mit rum. Wir gucken uns das nochmal genau an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da ist ein Werkzeug dabei. Ich zeige das mal einmal ganz kurz hier, wie das aussieht. Und das ist dafür da, um die Konnektoren wieder auseinanderzunehmen. Das geht einfach mit der bloßen Hand nicht. Das ist auch gar nicht so doof, nicht, dass es aus Versehen mal irgendwann rausrutscht. Und da bitte, Jens kann das mal einmal rausprügeln und ich versuche mal die Kamera da so ranzuhalten, dass ihr das auch sehen könnt, was Jens tut. So, also, wir haben jetzt zwei Module angeschlossen. Ich mache euch nochmal eine Aufnahme von der App. Mal kurz warten, dass die Aufnahme hier startet. So, jetzt haben wir, das passt ja. Jetzt kommt die Sonne gerade mal eben wieder raus. Eben hat man nämlich nicht so die Mega-Leistung. Jetzt haben wir hier einen Eingang, kann man den 402 Watt. Jetzt gerade 319 und das sind jetzt, wie gesagt, zwei Module nur
Das ist schon ganz ordentlich. 284. Also der Winkel ist suboptimal und die Sonne ist immer mal wieder hinter der einen Wolke da verschwunden. 452 Watt, 477 Watt. Oben meckert er immer noch rum, wegen der Netzverbindung unterbrochen, aber das ist jetzt egal. Jetzt noch zwei angeklemmt, dann hätten wir jetzt schon das Kilowatt voll. Jetzt hätten wir 1200 Watt. Ja. Und das ist schon echt geil, ne? Da kann man wirklich nicht meckern. Passt. Feine Sache. So, die Aufnahme wieder aus hier. Handy nicht vollmüllen. Komm, ne, aus. Zack. Macht so wirklich einen guten Eindruck. Den Speicher idealerweise natürlich, also der soll, ist wetterfest, sagen sie. Aber ich würde den immer irgendwo in Schatten hinstellen und so, zumindest vor Regen geschützt, so ne, Spritzwasser geschützt und so. Ja. Das ist bei elektrischen Geräten immer schöner, wenn die halten sollen, wenn man sie nicht irgendwie im Wetter stehen lässt. Ja, aber ansonsten können wir fast so ans Golfkart anbauen. Ne? Oben als Dach, ne? Ja, als Dach, genau. Ja. Eine Paneele rauf und dann kann er immer, Ein bisschen breiter machen wir ja. Oben drauf. Ja, da muss man beim Fahren wieder ein bisschen aufpassen, ne? Das wird schwierig. Das sind ganz schön große Paneele, muss ich sagen. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da so eine Leistung, dass da so eine Leistung mitgeschickt wird. Das ist schon ziemlich geil. So, dann gibt es dann verschiedene Montagemöglichkeiten. Den Link packe ich in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch das alles gerne angucken. Verschiedene Möglichkeiten, ob man das jetzt fest montieren möchte, ob man das nur im Garten hinstellen möchte, das geht alles. Und dementsprechend kann man da verschiedene Montagesets mit zubestellen. Also, Langzeittest werdet ihr von uns dann auch bekommen, aber das geht natürlich jetzt noch nicht. Jetzt fürs Erste ist erstmal funktional und Plug and Play, oder? Ja, ist so. Einfach anbauen, fertig. Ja, also gehört hier und da mal eben einen kleinen Moment Hirnschmalz zu, ja, wie die das mit der Kabel gedacht haben. Aber wir haben in kein Buch reingeguckt oder irgendwelche anderen Online-Geschichten nachgeblättert, sondern das einfach eben so hingestellt, angeklemmt läuft. Von alleine alles. Genau. Ne? Das ist jetzt nur noch mit dem Smart Meter. Hältst du mal eben die Kamera? Ja, gerne. Da ist es. Auch eine Anleitung mit drin. So, und da... Das muss man nämlich dann ans Stromnetz anschließen. Das muss ein Elektriker, also eine Fachkraft machen. Das sollte man selber nicht tun. Und das machen wir auch nicht selber. Da holen wir dann, wenn wir es installiert haben, die Antenne ist ein bisschen lose, die müssen wir festdrehen. Holen wir einen Elektriker. Das ist, passt auf eine Hutschiene. Also wer sich auskennt von euch, so ein bisschen Hauselektrik, kann man auf eine Hutschiene in den Kasten einfach mit einbauen. Und hat dann direkt die Kontrolle über WLAN im ganzen Netz, also wir könnten das zum Beispiel da vorne überall, wo wir unser Hof-WLAN schon hingebaut haben, da könnten wir uns da einwählen und dann uns das Ganze angucken, wie der Speicherzustand ist, wie viel Strom gerade produziert wird und so weiter. Also wirklich eine feine Sache. Und der hier regelt die Einspeisung in euer Hausnetz. Und das ist wirklich dann eine richtig feine Sache, dass ihr dann in dem Moment, wo ihr viel Strom zieht, dann auch Strom zur Verfügung habt und Strom aus dem Speicher mit in eurem Hausnetz nutzen könnt. Ja, und wirklich nicht, da ist nicht viel dran, ne? Nee. Also das ist schon ganz cool, aber wie gesagt, das lasse ich die Finger von. Ich bin kein Elektriker und das macht eine Fachkraft, aber das zeigen wir euch dann nochmal, wenn es soweit ist. Erstmal kommt es wieder zurück ins Kartönchen. Jo, wir sind mit dem Versuch hier jetzt erstmal, Versuchsaufbau so erstmal durch, glaube ich, ne? Ja. Ich muss mal eben kurz grübeln. Habe ich alles erzählt, Jens, was interessant ist? Also Smart Meter hatten wir ja gerade noch angeguckt. Und das guckt, wie gesagt, nach, wie viel wird gerade im Haus gebraucht, wie viel können wir aus dem Speicher ziehen und regelt so, dass ihr eine optimale Nutzung habt vom Speicher. Ne? Aber das hatten wir eben schon. So, wir können hier anschließen 4 Paneele ja. an unser Gerät. Da haben wir, habt ihr ja gesehen, hier die 4 Eingänge. 435 Watt, hatte ich auch gesagt, ne, 435 Watt pro Paneele und haben im Speicher pro Modul 1,6 kW, jetzt quasi 3,2 und geht hoch bis 9,6, also dann hat man schon massig Speicher, das ist schon eine feine Sache. Die Frage ist dann, muss man mal gucken, ich gucke noch mal einmal ganz kurz in die App, jetzt scheint die Sonne gerade wieder, wie viele aktuell, jetzt machen wir gerade 630 Watt. Mit 2 Paneelen, also hätten wir jetzt 1,2 kW Ladestrom, wenn wir jetzt alle 4 angeklemmt hätten, die man anklemmen kann. Das ist schon gut, ne? Ja. Also dann kriegt man auch zumindest in den
in der Zeit von, ich sag mal so, April bis September, dann kriegt man, glaube ich, auch, würde man wahrscheinlich auch diese 10 kW voll kriegen. Ne? Das ist schon, oder knapp 10, 9,6. Das ist schon gar nicht so doof. Ja, sehr schön. Also an dieser Stelle nochmal dickes Dankeschön an Anker, dass ihr uns das zur Verfügung gestellt habt, dass wir es testen dürfen. Wir werden dann in den nächsten Wochen zusehen, dass wir es aufs Dach bringen. Ja. Aber auch so, dass wir es wieder da abmontieren können, wenn denn das Projekt in Gang kommt, ja, wo das eigentlich für gedacht ist. Ja. Bin sehr gespannt. Also, wenn ihr Bock drauf habt, Videobeschreibung, findet ihr einen Link dazu. Und jetzt geht's weiter mit dem Vlog, ne? Ja, genau. Vlog, Vlog. Bis gleich. Mittwoch, ich habe eigentlich noch Urlaub, aber mein Nachbar hat gefragt, der hat um die 180 Kubik Holzhackschnitzel an der Trocknungsanlage, da ich, wo ich für das Sven auch schon mal geholt habe. Hat er da liegen, hat gefragt, ob wir die mit dem LKW zu ihm nach Hause holen können. Wie gesagt, ist er gleich bei mir nebenan. Und da habe ich dann heute 3 Touren und den Rest holt er dann selber, wenn da noch was überbleibt. Mal gucken. Naja, dann kriegt der LKW auch mal wieder Bewegung, ist auch nicht verkehrt. Gestern noch mal angeschmissen, ob die Batterie läuft. Alles soweit in Ordnung. Ja, waschen auch mal wieder, ne? Wieder die Vögel. Naja, überall. Hat nun mal etwas länger gestanden, der Bursche. Aber dann kann ich den vielleicht auch mal irgendwann noch mal wieder überwaschen. Siehst du, ich wollte noch mal eben hinten aufmachen. Da ist noch ein bisschen Wasser drauf. Das ist nicht so gut fürs Hackschnitzel. Dann werden wir gleich mal durchdüsen. Nebenantrieb an. Dann aber hier beziehen. Ja, jetzt meckert er wieder, weil er wohl irgendwie nicht ganz gerade steht, aber ist auch kein Gewicht drauf jetzt gerade. Schöner Wasserfall. Das trocknet dann auch wieder. Ja, mal Sommer.
so, da sind wir wieder. Mal zur Abwechslung in der Werkstatt. Ich will euch nämlich noch mal eben was zeigen, bevor das draußen weitergeht. Drei Dinge, pass auf, Moment. Eins, das hole ich her. Das, Distelhäuser-Pilz, Zettel dabei, das stand vorm Eingang vom Café. Da steht drauf, Feierabendbier für euch, darf im Video gezeigt und verraten werden. Kein Name, aber trotzdem vielen lieben Dank. Das kommt in die Kühlung. Eins habe ich noch, das ist, geht ganz schnell. Ihr müsst keine Angst haben. Moment, bleibt dran, es lohnt sich. Hier. So, da muss ich jetzt. Ich bin schlecht vorbereitet. Bin ganz schlecht vorbereitet. Ich habe kein Messer hier. Versuchen wir das mit einem. Da ist eins. Moment. So. Und das mal eben schnell aufmachen. Ordentlich mit Gaffer zugeklebt. Da steht draußen drauf, darf vorgelesen werden. Achtung, Vorsicht, Glas und so weiter. Aber darf vorgelesen werden. Jetzt habe ich es aufgekriegt. So. Da steht nochmal, darf vorgelesen werden. Bevor wir gucken, was es ist, lesen wir es mal vor. Ganz kurz. So. Hallo Sven und Ina, da stehen auch die Namen, aber von Reinhard und Renate aus Gifhorn. Hallo Sven und Ina, wir haben wieder einmal ein paar Kleinigkeiten für euch verpackt. Damit möchten wir uns bei euch für die wirklich unterhaltsamen Einblicke in euer Leben bedanken. Dankeschön, wir hoffen, wir haben niemanden vergessen. Euren Online-Shop haben wir auch schon viele Male besucht und konnten uns von der Qualität der Waren, welche wir schon ausprobiert haben, selbst überzeugen. Die Ketchups, allen voran der scharfe Bauern, eure Gewürze sind einsame Spitze. Dankeschön, das freut uns. Die Jacken und der Hoodie sind von der Verarbeitung und der Passform optimal und lassen sich prima tragen. Wir schauen regelmäßig nach, ob vielleicht die Marmeladen oder die Chips wieder vorrätig sind, damit wir sie probieren können. Dauert nicht mehr lange. Also das mit dem Lamm. Ina muss erstmal noch ein bisschen Eis machen und sowas. Also, aber es geht bald wieder los damit. Wir hoffen, dass all eure Pläne, Hausbau und Scheunenanbau, sich so umsetzen lassen, wie ihr es euch wünscht und drücken kräftig die Daumen. Auch nochmal Dankeschön. Die Handschuhe sind für die Zeit der Kartoffelsortierung. Sie sind etwas dicker. Bei all der Arbeit vergesst bitte nicht, euch auch hin und wieder eine Auszeit zu nehmen, um neue Kraft zu tanken. Wenn alles klappt, sehen wir uns nächstes Jahr bei euch auf dem Hof. Sind richtig gespannt, euch persönlich kennenzulernen. Viele Grüße auch an Jens. Herzliche Grüße von Reinhard und Renate aus Gifhorn. Freuen uns schon auf die neuen Vlogs. Reinhard und Renate, ganz, ganz lieben Dank. Da wollen wir noch mal eben schnell gucken, was ihr uns hier eingepackt habt. Und zwar haben wir hier Größe 10, passt genau. Und einmal Größe 9, Handschuhe. Dann haben wir hier Absperrband, kann man immer brauchen. Klebeband, top. Sogar Schoki. Da dürfen die Kinder aber dann hoffentlich was von abhaben, denke ich. Und dann haben wir hier noch, was ist da drin? Eingewickelt, deshalb Vorsicht, Glas draußen. Ein schöner Wein und zufälligerweise, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber das ist, da steht lieblich dran und das ist genau das Richtige für ihn. Ne? Und dann haben wir hier, was ist da? Muss ich nochmal aufschneiden. So, komm schon. Komm schon. Ihr habt gut aufgepasst. Reinhard und Renate, ganz, ganz lieben Dank dafür. Das freut uns sehr. Und Ina wird sich auch sehr freuen. So, das kommt gleich alles mit in die Kühlung. Was Getränke angeht, das geht dahin. Das da. So, und das hier. Der Brief bleibt hier und der Karton geht gleich ins Altpapier. So, jetzt habe ich aber noch was zum Auspacken, aber das ist für euch. Das ist für euch. Habe ich gekauft. Bestellt, gestern gekommen und das ist für euch. Moment. Was ist da drin? Da ist ein Symbol mit Achtung Batterie. Folgendes, ihr habt ja gerade gesehen, wie Jens und ich das Balkonkraftwerk aufgebaut haben. Und da gibt es so ein bisschen Geld für. Das war so ein Deal. Und da haben wir uns überlegt, ja, ist ja schön, aber da können wir mal ein bisschen was für zurückgeben. Und da habe ich überlegt, was kannst du mal machen? Und jetzt zeige ich das. Deshalb habe ich das bestellt. Und wie gesagt, gestern gekommen. Jetzt zeige ich euch, was es ist. Und dann erkläre ich, warum es das ist. So, der Karton kann auch weg.
Na, jetzt ist das Display ausgegangen. Na komm. Seid ihr noch da? So, da. Das hier habe ich gestern bestellt. Das ist original verpackt, gerade frisch ausgepackt, eingeschweißt. Das bleibt auch eingeschweißt. Und das kann jemand von euch, wer Bock hat, zu filmen, gewinnen. Und zwar ist das auch so ein bisschen dem geschuldet, dass doch da manche der Meinung sind, ja, das kann ja jeder. Und jetzt möchte ich gerne jemandem die Möglichkeit geben, das zu zeigen. Sprich, das ist genau die Kamera, die Jens und ich benutzen. DJI Action 4. Das ist die, die uns hier auch gerade filmt. Das ist die, die Jens gerade mit hat. Der sitzt ja noch auf dem LKW. Und die benutzen wir und nichts anderes aktuell seit März, glaube ich, oder sowas. Also schon ziemlich lange. Und ich finde die Qualität auch gut. Und deshalb habe ich gesagt, okay, einer von euch soll die Möglichkeit haben, diese Kamera hier zu gewinnen. Und dann im Idealfall vielleicht auch einfach mal was für YouTube aufzunehmen. Oder was natürlich richtig cool wäre, würde mich mega freuen, ist aber kein Muss, wenn ihr mal ein, zwei Aufnahmen macht und uns das schickt und ich das mit in den Vlog einbauen darf. Würde ich nämlich auch gerne tun. Also, wie könnt ihr das gewinnen? Das ist ganz einfach. Netterweise wäre es toll, wenn ihr liked und kommentiert hier. Aber wenn ihr gewinnen wollt, läuft das auf dem Oldschool-Weg. Hier sei nochmal gesagt, YouTube hat mit diesem ganzen Gewinnspiel nichts zu tun, bla 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 bla. Und ich möchte das ganz gerne korrekt ausgelost bekommen, weil über Kommentare hier kann man zwar einen Kommentar ziehen, aber wie kann ich, soll ich sicherstellen, dass ich den richtigen, man kann ja niemanden kontaktieren über YouTube. Das ist ein Problem. So, wenn ich sage, du oder der oder die, meldet euch bitte bei uns, ja, da kann sich auch jeder melden. Hast du nachher 5 Leute, die der Meinung sind, sie wären's. Alles doof. Deshalb machen wir das so, dass ihr, das haben wir vor vielen Jahren schon mal so gemacht und das hat uns echt gut gefallen. Wer Bock hat, das Ding hier zu gewinnen, der schickt uns bitte eine Postkarte. Da dürft ihr auf gar keinen Fall den Absender vergessen. Die Lieferanschrift, wo wir euch diese Kamera hinschicken dürfen, die muss da unbedingt drauf und dann schreibt irgendwas Lustiges auf die Karte. Und dann ziehen wir das. Und dann gibt's das hier zu gewinnen. Wir machen 3 Gewinne. Das gibt so eine kleine Überraschungsdinger so. Deshalb schreibt mal sicherheitshalber eure T-Shirt-Größe mit auf die Karte. Also von S bis 5XL haben wir ja alles. Und dann gibt es einen zweiten Platz und einen dritten Platz. Und der erste gewinnt diese Kamera. Also wenn ihr Bock drauf habt, schreibt eine Postkarte. Jetzt muss ich noch mal eben schnell in den Kalender gucken, bis wann machen wir das, damit das auch sinnvoll ist. Ihr seht dieses Video am Sonntag, den 21. Ich sag mal, alle Postkarten müssen bis zum 31. Juli bei uns sein. Dann habt ihr noch 10 Tage Zeit. Ich denke, das ist okay. Wer wirklich gewinnen möchte, der kann eben irgendwie eine Postkarte oder Brief schreiben. Dann machen wir in die Auflösung, kommt dann in den Blog am 4. August. So machen wir das. Das klingt gut. Also, wenn ihr Lust drauf habt, ich hoffe, ihr findet die Idee ähnlich gut wie ich, weil ich finde die Idee ziemlich geil. Ich bin da wirklich sehr gespannt und das ist auch kein Muss, dass ihr dann da mir was von schickt, aber das würde uns echt freuen. Ne? Also, Postkarte mit eurer Postanschrift, irgendwas Lustiges und T-Shirt-Größe aufschreiben und dann geht los. So, ihr dürft auch einen Brief schreiben, aber irgendwie auf dem Postweg zu uns. Die Anschrift packe ich euch nochmal sicherheitshalber in die Videobeschreibung, wo ihr es hinschicken sollt. Aber die findet ihr auch in unserem Online-Shop überall. Also, ne? Würde uns freuen. So, genug gesabbelt, jetzt geht's draußen weiter. Bis gleich.
Warum habt ihr das kaputt gemacht? Warum? Ich rede mit dir. Du brauchst dich nicht verstecken. Ach, Mann, ey. Jetzt muss ich, wo soll ich denn jetzt die Teile herkriegen? Olaf, wo soll ich jetzt die Teile herkriegen? Hä? Scheiße. Oh Mann, klar. So, lass mich mal weg hier. Ich muss. Olaf! Mann, ey. War hier so schön schwarz rübergezogen. Aber ist nichts rausgefallen, außer ein Liter oder so ein halber. Und jetzt haben wir eben da in den Pommeskartoffeln gebuddelt und mit Erschrecken festgestellt, dass das furztrocken ist. Das wiederum bedeutet, dass ich jetzt die Beregnung aufstellen. 3:30. Alles in Gang bringen. Der Elektriker muss noch kommen, weil der Schaltkasten das noch nicht fertig ist. Jens ist zufälligerweise da und will mal eben mithelfen. Obwohl er Urlaub hat. Ja, Urlaub auf dem Bauernhof. Ne? Urlaub auf dem Bauernhof, genau. So, dann nehmen wir eben den 724, das müssen wir nur eben abhängen. Können wir mal richtig abhängen jetzt. Ja. So, jetzt müssen wir die noch eben wieder anballern hier. Das hatten wir aufgemacht zum Wasser ablassen, damit das nicht kaputt friert. In der Hoffnung, dass ansonsten dann alles funktioniert. Schauen wir mal. Na, das wird nichts. Kommen Sie ran? Scheiße. So, ich ziehe das jetzt noch nicht aus. Der Elektriker muss noch kommen, weil in dem Schaltkasten von der Pumpe ist das noch nicht wieder zusammen verdrahtet. So, und ich habe, wenn ich es jetzt ausziehe, kriege ich das nicht hin. Wenn ich es jetzt nicht ausziehe, läuft das gleich, wenn er kommt. Na, ihr wisst, was ich meine. Weil sonst muss man das mit der Zapfwelle aufwickeln, alles ist alles plünnt. So, guck mal, regnet gerade ein bisschen. Aber das reicht nicht. Leider. Mann, ey. Was ein Ärger. So, ich fahre jetzt eben so rum nach Hause. Dann sehen wir zu, dass wir die Haspel in Gang kriegen, die Schläuche verlegen. Jetzt ist 16 Uhr, ja, dann kriegen wir das auch noch alles irgendwie halbwegs so hin, dass das heute Nacht hier durchlaufen kann, wenn alles funktioniert und nichts kaputt geht. Ich habe die Unterlenker nicht zugemacht, da muss ich gleich nochmal hin. So, Beton ist drin hier in der Fundamente. Das sieht gut aus. Sollte gehen. So denn, wieder zurück zur Maschine, da soweit erstmal auf Start stellen und dann treffen wir uns mit dem Elektriker um 6:30, also in 1,5 Stunden nochmal, um das Ganze in Gang zu bringen. Und dann kann das heute Nacht hier schön regnen. Er hatte da die Drucksteuerung neu gemacht. Und dann müssen wir nochmal eben dann ausprobieren, ob das auch alles so hinhaut. So, aber gleich mal eben gucken, was der für eine Zeit hat. Beziehungsweise die Geschwindigkeit gleich mal eben einstellen. Einzuggeschwindigkeit. Jetzt habe ich nicht. Warte mal. Nee, ich kann die anderen Düsen nachgucken, dann weiß ich, wer hier drin ist. Da habe ich jetzt gerade eben nicht reingeguckt. Scheiße. Irgendwas ist immer, ne?
Und das ist krass, also da, wo die Kartoffeln tot sind, da kann, also daran kann man jetzt super gut den Unterschied erkennen, wie viel Wasser die Kartoffeln tatsächlich ziehen, wenn sie noch in Gang sind. Da ist feucht und die Kartoffeln sind auch nass, also feucht. Und hier ist alles frosttrocken, komplett ausgetrocknet, die Dämme. Auch nochmal. So, was haben wir hier für Kollegen mit einem Feld? Jo, Batterie scheint stark genug zu sein. Das ist schon mal schön. So, 12,5 Stunden. Das ist morgen. Wenn wir das 6:30 in Gang kriegen, dann ist es 7:00 fertig. Das passt gut. Schauen wir mal. Ach, Leute, jetzt war ich doch eben wieder zu blöd, das zu bedienen. So lange nicht benutzt, ne? Also liebe Grüße an Volker Voratec. Den habe ich kurz angerufen und der konnte mir direkt weiterhelfen. Dankeschön. So, jetzt nieselt es gerade wieder ein bisschen, was ja jetzt nicht so schlimm ist, ne? Im Gegenteil. Aber das macht jetzt gleich beim Schläuche legen wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß. Mal gucken. Aber jetzt mal eben die Bahn abziehen und dann müssen wir den 718 holen mit der Haspel und dann können wir uns verhaspeln. Alter, ich könnte schon wieder Berge kotzen, ey. So, erwickelt. Es kommt Wasser. Aber es zeigt keinen Druck an. Wie sollen jetzt hier... Funktioniert mein Druckschalter nicht, oder wie? Scheiße. Jo. Nummer 1 läuft und dann wollen wir uns jetzt mal um Nummer 2 kümmern, ne? In der Hoffnung, dass das auch hinhaut. Schaltschrank funktioniert alles, Überdrucksicherung, Unterdrucksicherung. So, dann halt Abflug. 6:50, ja. Ich weiß nicht, ob das in einer Stunde jetzt zu schaffen ist. Mit in Gang bringen, mal gucken. Das war fast gut. Fast gut.
So, die Spannung steigt. Es wäre ein Traum, wenn das jetzt einfach mal gehen würde. Druck reicht noch nicht ganz, aber jetzt wickelt's. Das wollte ich nicht aufwickeln, aber das war Bedienerfehler. Jetzt ist es 1956. Also warten wir noch mal eben auf richtig Druck. Und dann sollte es passen. Puh, meine Güte. Reicht noch nicht. Was haben wir denn jetzt hier? 8 zeigt er jetzt. Jetzt muss er eigentlich auch weiterkommen da hinten. So richtig original ist er noch nicht, aber der hat sich wahrscheinlich von der Geschwindigkeit noch nicht eingespielt. Ein Träumchen. Der Druck, sehr schön. Jetzt passt es. So, einmal hier noch nach dem Rechten gucken. Und dann ist erstmal Schicht. 7:45. Jo, naja, gut. Für den ersten Einsatz von beiden Maschinen. Könnte ich mich beschweren, will ich aber nicht. Nee, ist alles gut. Passt so. Klopf auf Holz, kein Schlauch kaputt gegangen, keine Beregnung kaputt gefroren. Das ist schon ganz okay. So, jetzt gucken wir hier nochmal nach dem Einzug. Ja, dreht. Sehr schön. So, dann bis morgen. Donnerstag, 18. Juli, 7:20. Sie hat bis jetzt durchgelaufen. Durchgehalten. Donnerschlag. Das ist was Feines. Kaffee trinken und dann müsste ja nicht gleich fertig sein. So, Datum, Uhrzeit stimmt natürlich nicht, aber das ist komplett egal. Ja, kann gleich losgehen.
Er versucht sich noch einzupendeln. Geschwindigkeit. Ich hoffe, das haut jetzt hin. Ich stehe hier schon wieder so lange, ey. Aber jetzt scheint es zu gehen. Zweite Bahn 2024. Na, genau genommen die dritte. Zu Hause läuft sie auch. Da machen wir gleich die vierte an. Umgestellt ist alles. Und da machen wir um 7 an. Denke ich mal, jetzt 5:45. Gut, läuft. Läuft auch. Sehr schön. Moinsen, Freitag, 19. Juli. Heute wird es ein 30-Grad-Tag. Ich muss Platz schaffen. Die Stallträger kommen, wollen gegen 9 hier sein, sollen gegen 9 hier sein. Und ich wollte es ja eigentlich auf die andere Seite legen, aber das haut nicht hin. Das wird nichts. Dann müssen wir da die Sandwich-Paneele und sowas dann ablegen, wenn die kommt. Die Träge kommen als erstes weg. So, und das wird sonst alles zu eng. Jetzt nehme ich hier die Schlepper weg. Gleich mal gucken, die Kisten noch. Ich weiß zwar nicht, wohin ich mit den Kisten soll, aber die müssen eigentlich auch noch eben weg. Vielleicht nehme ich die erst weg, stelle die neben 7:16, wo ich eben hin bin. Ja, könnte sie nicht sein. Ich hole mir einen Stapler. Dass wir hier Platz machen, dass hier die Stahlträger hin können. Ja, Punkt. So, dann laufen wir dann gleich zwischendurch nochmal eben zur Beregnung zu dieser hier. Die machen wir aus. Geht dann nächste Nacht weiter. Die hat jetzt hat sie jetzt 13 Stunden gelaufen. 10 muss sie noch. Bloß wir müssen sie dann zum Schluss hin da irgendwie schmaler stellen, dass sie nicht auf die Straße, da weil das ja ein Keil ist, auf die Straße regnet. Mal gucken. Das machen wir gleich auch noch. Aber erstmal jetzt Platz schaffen. Dann habe ich eigentlich noch Physio heute. Das werde ich aber höchstwahrscheinlich schaffen. Ich fürchte fast, ich muss das absagen. Ich rufe da um 8 mal an und versuche mich zu erklären. Thank you.
glauben, das wird hier echt eng gerade. Wir müssen auch an die Trocknungsböden noch ran, die müssen auf den alten Acroliner-Zug rauf. Die Hackschnitzel sind runter, die haben wir gestern zum Trocknen gefahren. Also die werden jetzt nicht sofort getrocknet, aber die haben da Platz. Und wenn sie Zeit haben, trocknen sie die, dann holen wir sie wieder, dann können die in Schuppen. Ich wollte die ja ursprünglich dahin kippen, wo der 718 steht, aber dann haben wir noch weniger Platz. Geht auch alles nicht. So, ich habe hier jetzt ein bisschen umgeplant. Ich stelle die Kisten jetzt in eine Reihe. Das ist ja doppelreich. Oh, jetzt klingt das Telefon. Moment. Ja, das war der Fahrer von der Spedition. Klappt alles mit dem Stahl, aber gegen 21:45. Und um 10 wäre die Füße gewesen. Also jetzt führt kein Weg dran vorbei. Um 8 anrufen, absagen. Scheiße. Jo, die ist dann auch gleich fertig. Ich hatte erwartet, dass sie fertig ist, aber naja, gut. Kommen wir gleich nochmal wieder. Autowagen 1.0. Der Navara muss in der Werkstatt. Oh Mann, ey. Gestern so ein scheiß Blech halb verloren, das den Tank hält. Schöne Scheiße. Irgendwas ist immer. Ja, wir sind gerade dabei, hier die Trocknungsböden drauf zu machen. Auf dem hinteren Wagen ist er drauf. Wollte ich gerade auseinanderhängen. Jetzt kommt der LKW mit dem Stahl. So, der kann das jetzt hier abladen. Habe ihm das eben gezeigt. Er sagt, krieg ich da hin. Das ist natürlich eine feine Sache. So, die mal eben auseinander. Das wird echt eng hier. Teufel. Pass ich zur alten Halle. Alles schön in Ruhe, ne? Jo, Mantau. Jo, so, LKW lädt ab. Und wir fahren uns jetzt ein bisschen mit der Beregnung Nummer 2 ärgern. Na, vielleicht ärgern wir es ja nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie immer. Umsetzen. 10:20 Uhr. Wenn das dann irgendwann fertig ist, dann muss ich in der 30 Grad Sonne Kartoffeln ausbuddeln. Das hilft alles nichts. Das geht morgens früh noch nicht so schön. Leider. Irgendwas ist immer. Wetterbericht. Heiß. Heute, morgen, Sonntag eventuell Gewitter. Nächste Woche kühl. Und noch steht auch Regen. Also vielleicht haben wir dann eine ruhigere Woche, mal gucken. Die Mengen, die da jetzt stehen, würden reichen. Also dann bräuchten wir nächste Woche nicht beregnen. Aber das kannst du ja jetzt sowieso noch nicht glauben, ne? So, aber jetzt, wie gesagt, erstmal weiter damit. So, Druck ablassen. Oh, das Telefon, das geht mir heute richtig auf Eier. Jo. Moin. Schlauch raus, ne? Mann, ey! Ja, selbstverständlich. Scheiße, die Wandern, ey. Oh. Was soll denn das? Ich hab doch den Druck schon so weit runtergesetzt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Was ist denn das für ein Bullshit? Ist ja schon wieder raus. Hä? Anderes Steuergerät, was soll denn das? Alter, das ist doch nicht dein fucking Ernst, ey. Hä? Was? Wenn ich vom Druck gehe, ich Steuergerät loslasse, springt der Schlauch wieder raus. Hoch ist es, das kann ich nicht mehr drehen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Was ist das für eine Scheiße jetzt? Alter! Oh.
Was zum Teufel will der von mir? Ja, noch ein bisschen runter. Kann er nicht angehen. Oh. Neu beschriften. So, jetzt aber. So, in der Theorie ist alles gut und kann heute Abend an. Ich hoffe, das passt jetzt. Ja, zumindest war ich schneller als der Stahl. Ach, das ist schon mal was wert. 11.20 Uhr. Ja, Betonauto auch noch mal eben zwischendurch. Ich wollte eigentlich erst wegfahren. Sieht gar nicht so viel aus, ne? Läuft. Sehr schön. Das war der erste Streich. Peak fein. Fahren wir zur anderen Beregnung. Oh, heißer Tag. Moinsen, Samstag, 20. Sonne blendet. Juli. Ich suche mir gleich mal
den Schlepper zusammen und dann müssen wir Beregnung machen. Das seht ihr aber nicht mehr in diesem Video, sondern dann im nächsten, denn dieses Video ist jetzt zu Ende. Speicherkarte kopieren, damit ich nachher mal irgendwie schneiden kann. Ne? Jo, diese Woche ist viel passiert. Baum weg, Stahl geliefert, Beton gemacht. Ach, da können wir ja nochmal eben. Da war ja gestern noch der Betonmischer da, den habt ihr glaube ich auch gesehen, aber nicht gesehen, was sie gemacht haben. Gucken wir noch mal ganz kurz dahin. Und dann endet dieses Video. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, es war spannend für euch. Wie gesagt, es ist viel passiert. Und es geht spannend weiter. Eventuell geht es nächste Woche mit Kartoffeln was los. Dann ist wieder richtig Action auf dem Feld. So, hier sieht man es. Fundamente sind vollgeschüttet. Und da geht es nächste Woche mit der Sohle weiter. Wenn das Wetter es zulässt. Wetterbericht ist jetzt, also gestern sah das für die Kartoffeln gut und für die Betonsohle schlecht aus. Heute Morgen eben gerade habe ich geguckt, ist das nicht mehr so krass. Weniger Regen angesagt. Ja, wir lassen uns überraschen. Wenn weniger Regen kommt, dann geht es mit der Beregnung weiter. Wir werden sehen. Also, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und denkt dran an unser Gewinnspiel, Postkarte schreiben. Ne? Die Infos habt ihr im Video gesehen. Würde mich sehr freuen, wenn ich da dann tatsächlich auch irgendwann ein bisschen Videomaterial vom Gewinner oder Gewinnerin bekommen würde. Also, ach so, und ab Montag ist Jens auch wieder da. Der ist aus dem Urlaub zurück. Und dann gibt es wieder mehr Jens-Action dazwischen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön, reinhauen. Wösing! Was machst du da? Was machst du da?